Der Zustand unserer Ozeane. Warme und kalte Meeresströmungen halten die Ozeane in Bewegung. Geschätzte 5 Billionen Plastikteile treiben in riesigen Müllstrudeln. In einem Müllstrudel schwimmen 30% des Mülls in den obersten 30 Metern, während 70% auf den Meeresgrund sinkt und sich langsam zersetzt. Das Wasser dazwischen enthält 6-mal mehr Mikroplastik als Plankton. Aber woher kommt all dieser Müll? Verlorene Fracht, Abfallentladungen und Tankreinigungen von Frachtschiffen, unzählige verloren gegangene Netze und Leinen aus der industriellen Fischerei sowie geschätzte 2,6 Milliarden Liter Öl landen weltweit pro Jahr in den Ozean. Zudem werden täglich von den größten Kreuzfahrtschiffen bis zu 150.000 Liter Abwasser und 1,5 Millionen Liter Grauwasser in die Meere geleitet. 20% der Verschmutzung gelangt so direkt in den Ozean, während 80% über Flüsse in die Meere geschwemmt wird. Die Wege des Abfalls von Industrienationen und Entwicklungsländern sind grundlegend verschieden. Bis zu 2000 Mikrofasern können sich beispielsweise bei jedem Waschgang aus Polyesterkleidung lösen. Viele Kosmetikprodukte enthalten Mikroplastikteile, die von Kläranlagen meist nicht herausgefiltert werden können. Zudem können Düngemittel und Pestizide in Küstengebieten zu Todeszonen führen. In den Entwicklungsländern werden illegale Mülldeponien bei Starkregen in die Flüsse geschwemmt. Außerdem gelangen giftige Chemikalien wie Quecksilber durch Goldschürfen in die Gewässer. Und beim Textilfärben werden bis zu 7000 Chemikalien verwendet und teils ungefiltert in die Umwelt geleitet. Weltweit gelangen durch Unfälle immer wieder giftige Industrieabwässer in die Flüsse und letztendlich in unsere Meere. Die Folgen für das marine Ökosystem sind gravierend. Geisternetze stellen für rund 100.000 Meeressäuger sowie Millionen Fische und Vögel jährlich eine tödliche Falle dar. Fische fressen Mikroplastikteile, die, aufgeladen mit giftigen chemischen Substanzen, letztendlich auf unserem Teller landen. Ein Liter Öl kann bis zu 1 Million Liter Trinkwasser verseuchen. Mit dem Wasser aufgenommen führt es bei Seevögeln, Säugetieren, Fischen und Mikroorganismen zu Organschäden und zum Tod. Wissenschaftlern zufolge sind ca. 30-55% der Fischbestände überfischt oder zusammengebrochen. Die weltweite Fischfangflotte wird auf 4,7 Millionen Schiffe geschätzt. Während die Schiffe immer moderner werden und größere Mengen effizienter fangen können, sinkt die Beschäftigungsquote mit der Industrialisierung rapide. Aber wie kommt es zum Zusammenbruch der Bestände? Sobald mehr Fische gefangen werden, als sie Nachwuchs produzieren können, schrumpft die Population. Durch den Einsatz von modernen Schiffen mit Sonardetektion und einer Netzöffnung von bis zu 23.000 Quadratmetern werden ganze Fischschwärme in einem Zug weggefischt. Durch unselektive Fangmethoden gehen neben der Zielart noch zahlreiche andere Meerestiere als Beifang ins Netz. Darüber hinaus haben viele der eingesetzten Fanggeräte negative und zum Teil zerstörerische Auswirkungen auf die Meeresökosysteme. Laut den offiziellen Fischfangdaten der FAO war der Gesamtfang 1996 mit 86 Millionen Tonnen am höchsten und liegt seither relativ stabil bei ca. 80 Millionen Tonnen. Wissenschaftler haben hingegen nicht gemeldete sowie illegale Fänge und den Beifang abgeschätzt und kommen in einer Studie auf bis zu 130 Millionen Tonnen Fisch. 30% der Thunfischbestände sind überfischt. Seit 1950 ist der Thunfischfang stark angestiegen. 2014 wurde laut FAO über 5 Millionen Tonnen Thunfisch gefangen. 3 Millionen Tonnen davon waren Bonitos, die hauptsächlich in Dosen konserviert werden, gefolgt vom Gelbflossen-Thunfisch, der unter anderem als Sushi beliebt ist, sowie dem Großaugen- und weißem Thunfisch. Professor Daniel Poli, University of British Columbia. Die Erfahrungen zum Beispiel in den USA und Norwegen zeigen, dass die wissenschaftlich fundierte Bewirtschaftung von Fischereien dezimierte Bestände wieder aufbauen kann. Außerdem können Fangquoten so eingestellt werden, dass die Biomasse der befischten Bestände auf einem Niveau gehalten wird, welches das Risiko des Kollabierens reduziert und gleichzeitig eine profitable, nicht subventionierte Fischerei ermöglicht.
Aus diesem Grund ist die anhaltende Überfischung in vielen Teilen der Welt äußerst ärgerlich.